In 2,5 Wochen wählen die Stadt St. Gallerinnen und Stadt St. Galler einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin von Nino Gozio. Der CVP-Stadtrat hat aus gesundheitlichen Gründen seinen Rücktritt erklärt. Die Ausgangslage ist offen, das Rennen ist sehr spannend. Wir haben 5 Frauen und Männer, die den Sitz in der St. Galler Stadtregierung gern hätten. Und die 5 Kandidaten sind heute hier bei mir im Studio. Ich begrüsse ganz herzlich Sonja Lütti. Sie ist in einer leitenden Funktion beim Landverband tätig, ist 36 und kandidiert für die grünliberale Partei. Neben ihr Ingrid Jakober, sie ist 48, ist Sozialarbeiterin FH und kandidiert für die grüne Partei. Ganz links aussen haben wir den André Bösch. Er ist Zweitweg-Maturant, arbeitet noch als administrativer Sekretär, ist 20 und kandidiert für die JUSO. Der Boris Tschirki, Gemeindepräsident von Geiserwalz, 51 und Kandidat von der CVP. Und neben ihm der Jürg Brunner, Unternehmer, 57 und Kandidat von der Schweizerischen Volkspartei, der SVP. Ich begrüsse Sie ganz herzlich hier bei uns zu dieser Sendung. Sonja Lütti, gerade ein bisschen zum Einwärmen, die erste Frage für Sie. In 10 Jahren, wo sollte die Stadt stehen? Wo geht es her, wenn Sie gewählt werden? Wenn ich gewählt werde, ist St. Gallen in 10 Jahren eine Stadt, die mehr blüht, wo man über die St. Gallen Grenzen aus in der Schweiz noch mehr kennt. Wir haben in meiner Direktion haben wir viele Teilzeitstellen in Kaderpositionen, Männer und Frauen. Wir haben auch Co-Leitungen in dieser Direktion. Wir haben einen Veloweg, der von West nach Ost geht und sicher ist, wo jeder Velofahrer gerne unterwegs ist auf diesem Veloweg. Und wenn man zu Bern jemanden fragt, ja, bist du mal in St. Gallen gewesen? Dann nachher wissen alle, St. Gallen ist ein innovativer Punkt von der Schweiz und die Schweiz hört nicht in Winterthur auf. André Bösch, wie sieht es aus, wenn Sie gewählt werden, St. Gallen in 10 Jahren? Ich glaube, St. Gallen wird in 10 Jahren, falls ich gewählt werde, vor allem eine Stadt für alle sein. Das heisst, es wird nicht der Fall sein, dass Menschen weggewiesen werden, nur weil sie vielleicht nicht so aussehen. Es wird eine möglichst autofreie Stadt sein. Es wird keine Talspangen geben bei Telibek. Es wird eine Stadt sein, wo alle Menschen Platz haben. Eine Stadt, wo auch die junge Generation nicht mehr auf Zürich, auf Winterthur, auf Bern, Basel oder sonst irgendwo studieren. Eine Stadt mit einem vielfältigen Kulturangebot. Eine Stadt, wo Kultur hat, die sich jeder leisten kann. Und nicht nur die, die genug Geld haben. Eine Stadt für alle. Jürg Brunner, Ihre Vision von der Stadt St. Gallen? Also in 10 Jahren haben wir sicher einen neuen Marktplatz. Und auch wichtig ist, dass in 10 Jahren die neue Bauordnung, die Anpassung der Zonenpläne schon erledigt ist. Alles. Boris Tschirki. In 10 Jahren haben wir hoffentlich den Olmendeckel. Das heisst, für den Kongress Seminartourismus ein wichtiger Punkt. Messestandort wird gestärkt. Der Tourismus hat eine Bedeutung, das Gewerbe hat eine Bedeutung. Es ist wichtig, dass die Zugänglichkeit vom Gewerbe in die Stadt gewährleistet ist. Darum muss ein Miteinander von allen Verkehrsträgerinnen, eine Stadt, die gegen aussen wahrgenommen wird. Und zwar nicht aufgrund von einem Faktor, sondern aufgrund von mehreren Faktoren. Insbesondere die Innovationskraft auch von der Industrie. Und, das ist wichtig, der Bildungsstandort St. Gallen wird gestärkt. 6 mit der Fachhochschule, 6 mit der Universität, 6 aber auch mit dem Kantonsspital Stadtfeld und. Ingrid Jakober, wie sieht Ihre Vision aus von der Stadt St. Gallen in 10 Jahren? Ja, wir sind jetzt in einem Wahlkampf, wo man mit Schotterröck und Wikingerhelm auftretet. Ich hoffe trotzdem, dass wir in 10 Jahren eine weiblichere Politik haben, die auch auf feine Töne eingeht. Für mich ist das ganz ein wichtiges Anliegen. St. Gallen soll lebendige Quartiere haben. Wir sollen die neuen Wege feiern können. Es gibt in 10 Jahren St. Gallen jedes Jahr, so wie es Museumsnacht gibt, gibt es ein Treppenspektakel, wo man unseren Langsamverkehr feiert. Velo- und Fussverkehr hat mehr Platz, wir haben einen guten ÖV. Das Auto haltet sich so weit die Grenze, dass man auch wirklich unsere Grünräume erhalten können, dass man den grünen Ring erhalten können. Die Stadt ist nach innen verdichtet. Die Leute, die in St. Gallen leben, leben in St. Gallen.
Sie identifizieren sich mit dieser Stadt und übernehmen die Verantwortung. Gut, man merkt, da haben Sie viele Ideen, grosses Programm. André Bösch, Sie sind als erfrischender Farbtupfer beschrieben worden und wahrgenommen worden in diesem Wahlkampf bis jetzt. Wir befinden uns ja langsam in der Schlussphase, 2,5 Wochen vor der Wahl. Sind Sie der neue Toni Brunner von der SP? Das ist eine polemische Frage. Gute Frage. Nein, ich weiss es nicht. Ich habe auch keine Ahnung. Es sagen mir momentan viele Leute, ja, du bist sehr erfahren, super, machst du ganz gut, blablabla. Aber erst in 10 Jahren. Ich weiss nicht, ob ich 10 Jahre noch da bin. Ich weiss nicht, ob mein Weg in 10 Jahren noch mit Politik zu tun hat. Ich hoffe es momentan, aber vielleicht ändert sich auch alles wieder. Sicher vielleicht der Toni Brunner, aber halt ein bisschen sozialer. Also nicht politisch Position, Toni Brunner, aber Sie könnten sich ein weiteres verbleiben, auch wenn es jetzt nicht klappen am 24. September in der Politik, also durchaus vorstellen. Sie steigen nicht wieder raus. Ja, natürlich. Also das wäre ja unehrlich, wenn ich jetzt da kandidieren würde und dann sehe, ja, jetzt bin ich nicht gewählt worden, jetzt lohne ich alles sein. Also es ist wichtig, dass man sich für Visionen, die man hat, gerade für die Stadt St. Gallen einsetzt. Die Frage ist bei mir wirklich, wie lange bin ich noch da, wie lange kann ich noch da bleiben und ob ich dann nicht irgendwo anders politisiere. Ich persönlich hoffe nicht, aber man weiss es einfach nie. Boris Tschirchi, Sie gelten gemeinhin als der Favorit für diese Wahl. Das ist ja auch noch eine gefährliche Ausgangslage. Ihre Anhänger könnten vielleicht daheim bleiben, gerne wählen gehen, wenn sie das Gefühl haben, Boris Tschirchi wird sowieso gewählt. Wie sehen Sie die Situation? Wie gehen Sie mit dem um? Ja, es ist eine delikate Situation, weil wenn man quasi als Favorit gehandelt wird, sollte man gewisse Erwartungshaltungen gegenüber von dem Favorit. Kann sein, dass die Wählerschaft sagt, das Rennen ist gelaufen. Das Rennen ist bei 5 Kandidatinnen und Kandidaten ganz sicher nicht gelaufen. Die Wählerschaft muss mobilisiert werden. Es ist gut, dass man ein breites Spektrum hat und die Wählerschaft kann auswählen. Persönlich bin ich der Überzeugung, dass das Favoritentum vielleicht ein Punkt ist aufgrund von meiner politischen Erfahrung, Exekutiverfahrung, die ich von Geiserwald mitbringen zum Wohl von der Stadt und von der Region. Aber sonst ist das Favoritentum immer ein Ritt auf der Rasierklinge. Jürg Brunner, man hat heute in der Zeitung können lesen, dass Sie grüner sind als der CVP-Kandidat Tschirchi. Ist das tatsächlich so? Ja, ich bin schon seit Jahren, also schon seit mehr als 20 Jahren, sehr mit Umweltprojekten konfrontiert. Ich habe auch Weiterbildungen gemacht bei der Ingenieurschule St. Gallen, Bau und Ökologie zum Beispiel. Ich habe Umweltprojekte selber umgesetzt, auch als privates Unternehmen. Und meine Firma ist im Abwasser- und Umweltbereich tätig. Also ich habe schon noch viel grünes Blut. Sind Sie da nicht in der falschen Partei? Ihre Partei ist bis jetzt nicht aufgefallen als eine Ökopartei. Also es gibt doch verschiedene Themen jeder Partei. Und Mainstream, da hat jede Partei, ob das die SP ist oder die Grünliberale, es ist tatsächlich, das Feld grüne Politik ist bei der SVP nicht gerade das erste Programmpünktli. Aber wie gesagt, ich bin bei der SVP, weil ich Unternehmer bin. Ich bin Teil vom Mittelstand und dort ist die SVP die richtige Adresse. Gut, also keine Parteiwechsel, wo Sie da allenfalls vorhaben. So die Leute, die grün-liberale Partei, ist eine kleine Partei, auch auf Stadtebene. Wir haben hier Vertreter von bedeutend grösseren Parteien, CVP, auch die SVP. Wieso soll ausgerechnet jemand von den grün-liberalen in die Stadtregierung gewählt werden? Die Partei ist das eine, wo die Kandidaten ausmacht. Es gibt aber auch noch andere Sachen. Es gibt das Thema Frauen, es gibt das Thema Umweltanliegen und da haben wir Frauen sicher Nachholbedarf. Es braucht dringendst eine zweite Frau in der Stadtregierung. Es braucht auch dringendst jemanden, der ganz klar für Umweltthemen einsteht. Da haben wir in St. Gallen ebenfalls Nachholbedarf und für diese zwei Punkte stehe ich in erster Linie ein. Frau Jakober, wir haben jetzt bereits ein paar Sachen gehört. Der Herr Brunner ist ein grün angehauchter SVPler. Wir haben eine grün-liberale Kandidatin, der André Bösch hat viel Freude an ökologischen Themen. Ihre Kandidatur braucht es eigentlich gar nicht mehr. Doch, sehr wohl. Wir sehen, wie die ökologische Politik im Moment läuft, auch weltweit. Es braucht wirklich Leute, die den Willen haben, um die Sachen umzusetzen. Wir müssen jetzt nicht gerade effizient werden und einen Haufen Arbeitsplätze schaffen, sondern wir müssen wirklich herbringen, dass Menschen anfangen umzudenken und zu einer neuen Lebensqualität auch können. Die sollten wir hier in St. Gallen anstreben. Mit autofreien Quartieren, mit Tauschhandel,
mit mehrfach genutzten Geräten und Infrastrukturen. Die Sachen, wie wir die angehen, kommen ganz ein interessantes Leben über. Gut. Und für das braucht es nicht Grüns, wo die Geschichte schon vertreten seit Jahrzehnten. Noch ein bisschen konsequenter als die grünen Liberalen, haben Sie vielleicht auch noch sagen, oder nicht? Stichwort nicht gerade Effizienz, sondern dass es wirklich langfristig verhebt. Also im Moment macht man vieles der grünen Mode zulieb. Und ist wichtig jetzt zum Anschauen, dass es wirklich nachhaltig verhebt, dass man unseren Weg gehen können Richtung 2000-Wachgesellschaft in den nächsten Jahren auch dort zu Gallen. Also Frau Jakober plädiert für eine richtige Grüne und nicht für so halbe Grüne, die da in anderen Parteien auch noch unterwegs sind. Ein Thema, das heiss diskutiert wird in der Stadt, ist die Stadtentwicklung, städtebauliche Sachen, Stichwort St. Pfieden, Stichwort Marktplatz. Es gibt noch andere Projekte, die anstehen. Was ist Ihre Vorstellung, wie die Stadtregierung, wo Sie ja möchten, Mitglied werden möchten, da müsste vorwärts machen, Herr Brunner? Sie haben es gerade erwähnt, das ist St. Fiedler, das Gebiet, wo es vordringlich entwickelt werden muss, weil dort, ja, das ist praktisch parat. Und es hat auch nur wenig Grundeigentümer, die Stadt selber, die Migros, SBB, die dort direkt unmittelbar involviert sind. Das könnte man forcieren. Aber nicht vergessen, dass auch sonst die anderen Projekte weitergehen können. Das ist ein sehr grosses Thema. Die Umsetzung von der städtischen Bauordnung als kantonale Planungs- und Baugesetz. Wenn das nicht zügig umgesetzt wird, haben wir einen Entwicklungsstillstand. Ist Ihnen das alles bis jetzt zu langsam gegangen? Macht der Stadtrat da nicht vorwärts? Also in dem letzten Thema ist es nicht mal unbedingt also Politik. Also ich würde behaupten, die Umsetzung der Bauordnung, die ist im Parlament, in der Verwaltung in eineinhalb, zwei Jahren durch. Was man jetzt schon muss daran denken, das sind die ganzen Gerichtsverfahren, da kommen x Einsprachen. Mhm. Und wenn man da nicht schon agiert, dann hat man nachher die Sachen beim Verwaltungsgericht, da kommen auch, Geiserwald wird auch einige Prozesse dort haben beim Verwaltungsgericht, und wenn es ganz darum geht, einen ganzen Haufen beim Bundesgericht am Schluss, und da geht dann schnell sechs, sieben Jahre. Ja. Also, wenn man das Thema anspricht, ist eigentlich das, was jetzt unmittelbar ansteht. Man hat eine Übergangsfrist von 10 Jahren. Das, was ansteht, ist die kommunale Richtplanung. Sprich, die Stadt muss die Richtplanung, die sie schon hat, die nicht so lange in Kraft ist, aber wieder überarbeiten, in Teilbereichen sogar anpassen. Und dem basierend auf dem kann man noch Baureglement erarbeiten. Einfach, dass man das eine vor dem anderen macht. Und ich glaube, der Prozess, wo man rasch sollte aufgleisen, der gibt dann noch den Spielraum nachher, um die Stadtentwicklung vorantreiben. Wenn die kommunale Richtplanung nicht auf dem Stand ist, wo sie sein sollte, dann haben wir effektiv ein Problem. Darum ist das von dort aus ein absolut zwingendes Projekt, das man unmittelbar nach dem Inkrafttreten vom neuen Planungs- und Baugesetz am 1. Oktober muss in die Hand nehmen. Sonja Lüthi, Sie haben in einem Interview gesagt, der Stadtrat sei viel zu passiv, städtebaulich. Wie haben Sie das gemeint? Ja, es hat einfach gewisse Gebiete in der Stadt gegeben, wo der Stadtrat aus meiner Sicht geschlafen hat, wo er es verpasst hat, eben eine aktive Planungspolitik zu machen. Ich denke da an Bahnhof Haken oder ich denke auch an das Bankenviertel. Dort hat man es verschlafen, gemischte Nutzungen zu erlauben oder eben vorzusehen. Ich denke auch an ein Zentrum eigentlich im Quartier Rotmonte mit dem Restaurant Sonne. Auch dort hat man es aus meiner Sicht verschlafen, dass man eben kann öffentliche Nutzung mit je nach dem Querbräum und den privaten Nutzung, also Wohnüberbauungen kombinieren, weil das gibt belebte Plätze, das gibt belebte Quartiere und das ist aus meiner Sicht enorm wichtig und dort wünsche ich mir einfach eine aktivere Rolle von der Stadt. André Bösch, was braucht es in St. Gallen? Braucht es mehr Mut zur inneren Verdichtung? Braucht es irgendwie mehr Hochhäuser? Was ist Ihre Vision? Also ich glaube, als erstes muss man sicher mal eine aktive städtische Bodenpolitik betreiben. Das heisst, man verkauft nicht einfach Boden an irgendwelche Investoren, die dort das machen, was ihnen am meisten Rendite gibt und nicht das, was der Bevölkerung am besten tut. Ich sage, Sie reden jetzt da bewusst von der Villa Wiesenthal zum Beispiel. Also das ist ein Paradebeispiel der St. Gallen-Geschichte. Ich habe das Gefühl, natürlich, innere Verdichtung ist wichtig. Was meiner Meinung nach noch fast wichtiger ist, ist genau die Gemischtheit, dass es eben nicht so nur ein Bankenviertel, dass man nicht nur vom Bankenviertel redet, sondern dass es einfach, dass es Platz hat für alle, dass es einerseits Gewerbe dort hat, dass es Kultur dort hat, dass es Wohnraum hat, wo man kann wohnen kann, und zwar nicht nur billige Wohnraum und nicht nur teuren, sondern es muss eine Durchmischung geben. Ebenso auch eine ethnische Durchmischung. Es sollten dort Schweizerinnen und Schweizer wohnen und Menschen, die keinen Schweizer Pass haben, genauso. Es braucht eine Durchmischung.
das denke ich, ist sehr essentiell in der städtebaulichen Planung. Zu wenig, die Durchmischung. Ja, wenn Sie mal schauen, man sagt ja so schön, die Arschfalte von St. Gallen ist im Zentrum und oben da haben wir Rotmonte und St. Georgen. Und wenn Sie dort mal in eine Schule vorbeigehen, das ist faktisch einfach so. Da hat man im Judy Weiss, wo jetzt zugegangen ist, hat mir eine Freundin erzählt, dass ihre Tochter dort mit 20 Ausländerinnen und Ausländern zur Schule geht. In St. Georgen hat man eigentlich fast nur weisse Kinder. Und das ist einfach, das ist für mich, man könnte schon fast sagen, das ist Ghettoisierung. Es ist einfach so, die Reichen wohnen oben im Tal, die restlichen teilen sich unten den Rest. Da muss man eben aktiv etwas dagegen machen. Das kann nicht sein. Was das, denn? Können Sie das, ein Beispiel nehmen? Also, aber könnte man konkret machen? Einerseits, eben in dieser Vermischung von Antrieb, hat man ja nachher die Schulkreise, das heisst, dann sind dort die Kinder nachher, gehen dann dort in die Schule, wo sie leben. Das passiert eben nicht, weil in St. Georgen und in Rotmonten man sich das nicht leisten kann. Das ist das eine. Andererseits könnte man sich auch mal überlegen, sollte man vielleicht die Schulkreise anders legen? Ist es sinnvoll, dass man wirklich immer ins Quartier geht? Oder sollte man vielleicht, dass einen anderen Verteilschlüssel dort, anstreben? Ich denke, das sind Sachen, wo man könnte, die Probleme von, ich sage jetzt mal, im geringen Mass lösen. Ja. Ingrid Jakob, Ihre Partei kämpft für die Erhaltung von fast jeder Grünfläche rund um die Stadt, innerhalb der Stadt. Wie ist so städtebauliche Entwicklung überhaupt möglich? In meiner Ansicht noch sehr gut. Also die neu aufgelegten Zonenplanänderungen, die sind ja genau die meisten, gehen in die Richtung. Dass es Aufstockungen ermöglicht, dass man wirklich nach innen verdichtet und eben noch mal mehr, ausser in jedem Fall, jetzt am Waldrand Einfamilienhäuser planen, zum Beispiel. Wichtig ist ja, dass man in einer Stadt wie St. Gallen ermöglicht, dass möglichst viele verschiedene Lebensstile und Familienformen Platz sind und dass man für die baut, dass man zuerst vom Leben her denkt und alles andere Gewerbe und Wirtschaft, was man sonst noch braucht, Arbeitsplätze rundherum denkt. Es ist wichtig, dass St. Gallen eine hohe Aufenthaltsqualität hat und klar mit Bildung und guten Sozialleistungen. Muss St. Gallen wachsen? Also der Gradmesser von der Aussenwirkung von einer Stadt oder von der Attraktivität von der Stadt hängt nicht primär mit der Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner zusammen. Da habe ich schon x Interviews respektive Podiumsdiskussionsgespräche kundtun. Entscheidend ist eigentlich da, wo die Leute leben. Das, was wir ausstrahlen, sind wir als Individuen. Wir machen das Leben aus. Wir gehen auf die Leute zu. Wir wirken positiv auf unsere Umgebung ein. Und es liegt maßgeblich an uns, die aktive Entwicklung, sechs im Quartier, an die Hand zu nehmen, miteinander etwas entwickeln. Und wenn man gerade in die Stadtplanung hineingeht, ist es eben wichtig, dass der Stadtrat mit Privaten, mit institutionellen Anlegern und Entwicklungen von Antrieb miteinander. Das muss nicht unbedingt so sein, dass die Stadt alle Liegenschaften und alle Grund und Boden muss besitzen, aber miteinander die Prozesse aufgleisen. Da, wo man vorne, bevor das Projekt entwickelt ist, aufgleiset, ist noch, die Zeit, die spart man nachher in der Realisierung. Jörg Bonner, die Schweiz wächst jedes Jahr um 60'000, 70'000 Leute. Die meisten Städte wachsen. St. Gallen hat ein Problem und wächst nicht. Ist das ein Problem oder ist es keins? Es ist eine Herausforderung. Schauen Sie, es ist ja nicht so, dass die Agglomeration nicht wächst. Die Stadt wächst am Rand. In Mörschwil, Tüfe, Geiserwald und nicht in der Stadt drinnen. Und wenn wir reden immer von Dichte und Qualität, kurze Wege, da wäre sinnvoll, wenn eben die Stadt würde wachsen. Nicht nur mit Arbeitsplätzen, sondern auch Leuten, die hier wohnen und Steuern zahlen. Und da ist ökologisch gut, es ist für das Steuerklima gut, dann können wir nämlich auch mit den Steuern arbeiten, wenn mehr Leute hier Steuern zahlen. Wir haben weniger Verkehr. Ja, es wird etwas bringen. Eine gute Stadt wächst. Also lieber in der Stadtwachstum als in der umliegenden Gemeindeseite, Jörg Brunner. Wie sieht das auf Ihrer Seite aus? Können Sie dem zustimmen, Sonja Lüthi? Grundsätzlich kann ich dem zustimmen. Wir brauchen eine höhere Lebensqualität da und aus meiner Sicht noch viel mehr ein zukunftsorientiertes Handeln. Das ist das, was mir heute einfach noch fehlt. Also gerade das Thema Verkehr, oder? Das jetzt wieder auch von meinen zwei Kollegen unterstützen, so eine Mobilitätsinitiative auf den Tisch gebracht wird, wo man die Bevölkerung hat klar gesagt. Kommen wir gerne noch zu dieser Mobilitätsinitiative. Eine Frage gleich noch konkret. Junge Familien ist häufig das Thema. Sobald ein Kind hat, etwas angespart hat, vielleicht ein eigenes Haus hat, geht man eben auf Abtwil schauen oder auf Mörschwil oder an Seeab oder ins Appenzellerland rauf. Wie wollen Sie das verhindern oder wollen Sie das überhaupt verhindern, Frau Jakob und noch Frau Lüthi gern? Wir müssen schauen, was machen die Gemeinden gut, wo die Leute anzügeln. Dann sehen wir nämlich,
die haben nicht gerade einen tiefen Steuerfuss, sondern die haben sehr gute Bildungsangebote schon bei ganz kleinen Kindern. Meistens sind es ja die Frauen, die den Wohnortentscheid fehlen. Diese Geschichten sind wichtig für eine Standortförderung. Wichtig sind Schulen, ist Aufenthaltsqualität, dass man kann arbeiten am Ort. Das sind die wichtigen Geschichten, die die Leute entscheiden lassen. Und natürlich die nächsten Wege. Wenn wir natürlich nur einen Autobahntunnel bauen und unsere Stadt flutet mit Autos, sind wir jetzt noch viel attraktiver, um in diesen Gemeinden zu wohnen. Ich bin dagegen. Bitte keine Teilspannen. Sollen die Leute ihr Rezept eben zum so Familien, die rausgehen oder sonst Leute, die die Stadt verlassen, die nicht mehr hier wohnen wollen? Was kann man machen, dass die hier bleiben? Also konkret jetzt für die Familie sehe ich verschiedene Faktoren. Das eine ist die Vereinbarkeit zwischen Berufstätigkeit und Familienarbeit, dass wir hier gute Rahmenbedingungen haben, dass wir ein breites Angebot haben und neben der Kita, die Tagesbetreuung sicherstellt, eben auch ein Angebot hat, zum Beispiel für Abendbetreuung oder für Leute, die flexible Arbeitszeiten haben, dass man dort vorausdenkt. Und dann, was den Wohnraum anbelangt, oder, wir haben zum Teil einfach beschränkte Wohnraum, also beschränkte Anzahl von grossen Wohnungen oder eben Häusern. Die sind viel noch besetzt auch von älteren Leuten, die viel billiger wohnen in ihrem aktuellen Haus. Ich glaube, dort müssen wir in der Stadt jetzt wirklich mal einen Schritt vorangehen und eben für die Leute Wohnungen zur Verfügung stellen, Alterswohnungen, wo sie länger können selbstständig sein, wo sie nicht der nächste Schritt ist ins Altersheim, wo ihnen so Alterswohnungen eben zur Verfügung stellen, zu guten Preisen, dass es für sie attraktiv ist, ihren grossen Wohnraum zu verlassen und deren Familie zur Verfügung stellen. André Bösch, Sie nicken. Ja, ich nicke da und nicke und schüttle den Kopf. Das ist auch immer so ein bisschen recht viel Aussage. Also grundsätzlich stimmt, es gehen ganz viele Leute gegen raus, gegen die Agglomeration. Man sagt auch der Speckgürtel, wie es so schön heisst. Das eine Rezept wäre Steuern senken da. Oder das andere Rezept wäre, dass sich Gemeinden rundherum vielleicht einmal angemessen würden, Beteiligung an den Kosten der Stadt. Wir haben es gerade gesehen, letzte Woche im Tagblatt, Zentrumslasten, oder? Die sind irgendwie, glaube ich, bei 138 Franken pro Person. Das sind alles Kosten, die St. Gallerinnen und St. Galler tragen, die aber Gemeinden von außerhalb verursachen. Das Gleiche wäre, man könnte kantonale Ebene müssen einen horizontalen Finanzausgleich anstreben. Das ist einfach nicht, es kann nicht sein, dass außerhalb Gemeinden ihren Steuerfuss immer weiter senken und die Menschen, die dort wohnen, aber die Leistungen von der Stadt in Anspruch nehmen. Und dann würde man dann irgendwie noch eine Autobahnzufahrt bauen, dass sie noch schneller zu uns kommen. Vor allem Sie angesprochen, Türkis im Speckgürtel, tiefe Steuern, kann gut herfahren. Jetzt wechseln Sie ja die Zeit, dann kommen Sie in die Stadt, legen Sie jetzt noch einen anderen Hut an. Oder? Ja gut, das ist ja da, wo ich einbringen will, in die Stadtregierung hinein, oder? Dass die Ansichten, die Haltungen in den Agglomerationsgemeinden gegenüber der Stadt, ist keine Aversion da. Die Frage ist nur, wie man miteinander umgeht, wie man miteinander kooperiert. Meine Erfahrungen, die ich machen durfte in den letzten 4,5 Jahren mit der Stadtregierung und mit einzelnen Exponenten der Stadt, also der Umgang, die Kooperation in gewissen Projekten ist sehr eng. Ich erinnere an das GSG-Projekt, das Energienetz, Geiserwald, Gossau, St. Gallen. Da haben wir Projekte miteinander, wo man vorantreiben kann, wo man energiepolitisch First Mover sind. Das sagt und, ja auch niemand. Ja, das ist genau der Punkt. Aber ich bin ganz klar dafür, die Stadt sollte auch können Zeichen setzen, auch steuerpolitische Zeichen setzen. Also Steuersenkung. Habe ich schon ein paar Mal postuliert. 5% liegen da alleweil drin. Ja, wohl noch 5% oder noch mehr? Also zuerst müssen wir das strukturelle Defizit natürlich noch mal in den Griff bekommen. Wie viel Prozent das sind, da kann man das jetzt... Kaffeesatz lesen. Genau. Man aber muss tendenziell muss tiefer ist die Tür. Absolut. Da sehen Sie auf der Mitte links Seite etwas anders. Finde ich anders, vor allem, wenn man dann gleichzeitig noch will, Teilspangen bauen, dann nachher fällt einfach irgendwo das Geld. Und dann ist dann die Frage, wo streichen wir denen? Aus meiner Sicht gibt es dann nicht einfach so viel Freiraum, wo man dann gerade noch so schnell kann einsparen kann. Und das ist für mich nicht eine langfristige Finanzpolitik. Ich wünsche mir eine langfristige Finanzpolitik, die nicht einfach auf Wahlkampfstimmen ausgerichtet ist. André Bösch, ja, Steuersenkung? Wer profitiert denn von Steuersenkungen? Wer profitiert dort? Profitiert dort der Mittelstand? Profitiert dort der KMUs? Nein, das stimmt einfach nicht. Also ich habe es konkret mal nachgerechnet. Also KMUs sind eine juristische Person, die besteuert werden. KMUs. Ich weiss. Nein, wir reden jetzt von der Steuersenkung von der natürlichen Person. Und wer profitiert? Da profitieren alle vom Steuersatz, vom kommunalen Steuersatz profitieren alle. Ja, aber ich wie viel profitiert eine Familie, Familie profitiert 30 bis 40 Franken pro Steuerprozent. Jetzt kann man sich ein bisschen ausrechnen,
lohnt sich da oder lohnt sich da nicht mit dem, was man gegen dem gegenüber hat? Also wir werden immer gegen die Agglomerationsgemeinden, aber Faktum ist eigentlich, dass die Stadt auch ein Zeichen setzen sollte, dass es möglich ist, die Steuern und den Steuerfuss auch zu senken. Das ist der Punkt. Fakt ist aber, das ist die Aussenwirkung, die man damit erzielt. Wieso bängelt immer auf die Agglomerationsgemeinden, dass sie senken die Steuern? Fakt ist auch nur, dass Frauen viel zu tief vertreten sind, sowohl im Arbeitsleben als auch in der Politik. Bevor man nicht flächendeckend wirklich eine gut ausgebaute Familienbetreuung hat, bevor man nicht wirklich den Weg gehen Richtung 2000 Wattgesellschaft, die Fernwärme ausgebaut haben, und die Geschichten müssen wir gerne nicht schwätzen über eine Steuersenkung. Das Ziel ist ja, dass in dieser Demokratie alle Menschen sollten können teilhaben. Und solange wir das nicht erreicht haben, mit verschiedenen Mitteln. Gut, bräuchte es noch Ausländerinnen- und Ausländerstimmrecht für das. Immer eine gute Finanzplanung, die die Stadt selbstverständlich auch macht, kann man die Investitionsprojekte gliedern nach Etappen und wir kommen leider schon langsam zum Schluss von dieser Diskussion, auch wenn es jetzt hier sehr hitzig wird. Ich möchte von Ihnen zum Schluss möglichst kurze Antworten. Ich habe noch zwei, drei ganz kurze Fragen für Sie parat. Jürg Brunner, Mobilitätsinitiative. Soll der Stadt Autoverkehr weiterhin deckelt sein, ja oder nein? Nein. Das ist, so wie es sich entwickelt tut, muss man das, als Wirtschaft das braucht, muss die ÖV Individualverkehr, langsam Verkehr. Danke schön, Boris Tschirki. Gleichbehandlung von allen Verkehrsträgern, nein, keine Deckelung. Die Bevölkerung hat klar Ja gesagt zum Verkehrsreglement und darum bitte nicht Zickzack-Politik, keine rückwärtsgerichtete Politik, wie das mit der Mobilitätsinitiative der Fall wäre. Ingrid Jakob. Wir brauchen einen geilen Platz zum Leben. Bitte nicht mehr Auto. Den Füss und den Veloplatz. Mobilitätsinitiative oder auch die sogenannte Stauinitiative, die braucht einfach viel zu viel Platz. Ein Auto braucht zu viel Platz, darum eindeutig nein. Das sind Konzepte aus den 70er Jahren. Es braucht zukunftsgerichtete Verkehrsträger. Nochmal eine ganz kurze Frage. Braucht es zusätzliche Vergünstigung von Krippenplätzen, André Bösch? Meiner Meinung nach durchaus ja. Man braucht vor allem auch eine Tagesbetreuung durch eine Flächendeckung. Keine Preissteigerungen wie in den letzten Jahren, in die andere Richtung besser. Sonja Lüthi? Ja, und es braucht mehr Krippenplätze und vor allem auch alternative Betreuungssysteme, die auch unterstützt werden. Die Überprüfung der Tarifstruktur der Krippenplätze ist sicher ein Punkt, den man angehen muss. Was heisst das konkret? Das kann sein, dass man die senken kann. Kann sein, hä? Kann sein. Nicht. Jürg Brunner? Also, da ist für mich zuerst wichtig Qualität. Man redet immer von Bildung, von Universität, Fachhochschule und so weiter. Da gehört auch gutes. Also FSA Plus gehört auch zum Bildungswesen, dass das gut ist. In zweieinhalb Wochen findet die Wahl statt. Sehr geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer, das war unser Talk zu den Stadtratsersatzwahlen in St. Gallen. Sind wir gespannt, wie es rauskommt. Bald wissen wir mehr. Gehen Sie abstimmen. Danke fürs Zuschauen und einen schönen Abend miteinander.